Hallo, guten Morgen, ihr beiden Faulpelzer. Habt ihr den Gong nicht gehört? Ich bin doch so müde. Ach, noch nicht einmal in den Ferien kann man ausschlafen. Es ist ein ganz fantastisches Wetter draußen und eine herrliche Brandung. Das Wetter ist meistens draußen. Ekel. Ich habe auch noch gar keine Lust zum Baden. Ihr sollt ja aber erst mal frühstücken. Fräulein Pfeffer sitzt schon unten in der Hotelhalle und wartet, dass wir endlich auch kommen. Also beeilt euch. Wenn es denn unbedingt sein muss. Der Stups hat wenigstens schon die Zähne geputzt. Und du? Du liegst noch im Bett. Ja, wo ich auch am liebsten liegen bleiben würde. Was war das? Keine Ahnung. Da ist noch etwas explodiert. Ja, vielleicht unten beim geheimen U-Boot-Hafen. Na, sieh dir das an, wie schnell Robert plötzlich aus dem Bett heraus ist. Vielleicht ist die ganze Werft in die Luft geflogen. Woher weißt du denn, dass da eine Werft ist? Ja, aber... Der Hafen ist doch geheim. Du kannst es also gar nicht wissen. Jeder Hafen hat eine Werft. Das weiß doch jedes Kind. Von wegen jeder Hafen. Was denkst du dir bloß? Aus dem Fenster ist nicht zu sehen. Da, wieder eine Explosion. Kann man denn wirklich nichts vom Hafen sehen? Na, überhaupt nichts. Da sind doch die Felsen davor. Vielleicht von oben vom Dach? Ja. Es führt eine Treppe nach oben. Mhm. Lass uns doch mal nachsehen, ob man von da oben etwas erkennen kann. Na, bist du verrückt? Und was wird mit dem Frühstück? Das läuft uns nicht weg. Das gibt's alle Tage. Ach. Aber Explosionen, ein Marinestützpunkt, kommt nicht so oft vor. Na, außerdem frühstückt jetzt doch keiner. Die Gäste sind alle aus dem Hotel gelaufen. Tatsache. Und gucken auf das Meer hinaus. Dabei ist da gar nichts zu sehen. Na los, schnell. Wir steigen aufs Dach. Wenn wir uns beeilen, merkt Fräulein Pfeffer gar nichts. Na dann aber los. Da ist die Tür zur Treppe. Ist sie offen? Na, sie ist bestimmt abgeschlossen. Na, aber der Schlüssel steckt. Bitte sehr, die Tür ist offen. Da ist die Treppe nach oben. Oh, sieht ziemlich steil und wackelig aus. Geh du voran, Stups. Hast wohl Angst, wie? Na, dann lass mich mal. Na, gib bloß nicht so an. Da ist das Dachfenster. Es ist verriegelt, aber man kann den Riegel wegschieben. Na, nun mach schon. Das geht gar nicht so leicht. So, jetzt ist es auf. Na, was ist? Na, nun sag doch schon etwas. Fantastisch. Was denn? Am Dachfirst entlang kann man ganz genau auf den U-Boot-Hafen sehen. Lass mich auch mal. Da, bitte. Das sieht aus, als ob jemand eine Kerbe in den Felsen geschlagen hätte, damit man von hier aus in den Hafen blicken kann. Du meinst Spionage und Sabotage und so? Genau. Das wäre doch möglich, oder? Im Hafen brennt es. Die Explosionen waren also wirklich da unten. Ja. Sieht das nicht aus wie eine Werft? Ich meine, das, was da brennt. Ja, kann schon sein. Du willst es bloß nicht zugeben. Na, nun streitet euch doch nicht. Ohne Streit wäre das Leben langweilig. Wozu die Luke wohl da ist? Vielleicht für den Schornsteinfeger. Hier ist doch überhaupt kein Schornstein. Fräulein Pfeffer hat mir erzählt, dass früher an dieser Küste geschmuggelt wurde. Ja, was? Wahrscheinlich hat man von hier aus den Schmugglern Blinkzeichen gegeben, dass die Luft rein ist. Ja. Ach so. Na, lasst uns nach unten gehen. Ja, okay. Los, ab nach unten. Da seid ihr ja. Guten Morgen, Kinder. Ihr habt aber lange geschlafen heute. Dabei ist ein fantastisches Wetter draußen. Und eine wunderbare Brandung. Oh. Ihr habt es schon gesehen? Na fein. Da hinten ist euer Tisch. Fräulein Pfeffer wartet schon. Danke. Komm. Ja. Ach, Herr Professor, entschuldigen Sie bitte. Beinahe hätte ich Sie vergessen. Möchten Sie ein Ei? Wie bitte? Warum sprechen Sie denn so leise? Ach, ich vergaß. Ob Sie ein Ei möchten? Nein. Meine Ruhe möchte ich. Aber bitte, entschuldigen Sie schon, Herr Professor. Komischer Typ, dieser Professor. Ob der wirklich schwerhörig ist? Keine Ahnung. Guten Morgen, Fräulein Pfeffer. Guten Morgen. Endlich. Wo bleibt ihr denn nur? Haben Sie die Explosion im Hafen auch gehört? Natürlich, sie war ja ziemlich laut. Ob da jemand Bomben geworfen hat? Ach, eure Fantasie geht mit euch durch. Es wird ein Unfall gewesen sein. Komische Leute hier im Speisesaal. Wissen Sie, wer das da drüben am Fenster ist? Nein. Ich weiß nur, dass hier ein Jahrmarkt gastiert. Und der Mann dort gehört dazu als Schausteller, oder? Vielleicht ist es ein Zauberer oder so. Da kommt Frau Plump. Wir können Sie ja mal fragen. Frau Plump? Ja, bitte? Würden Sie uns bitte sagen, wer der Mann dort am Fenster ist? Das ist Marvell, der Zauberer. Als ob ich es nicht geahnt hätte. Der sieht doch schon so dämonisch aus. Na, Kinder. Ein Zauberer ist doch kein Dämon. Und der Mann am anderen Tisch? Der mit den abstehenden Ohren? Das ist der Clown. Das habe ich mir gedacht. Der sieht schon so lustig aus. Ja, da hast du recht.
Dürfen wir nachher auf den Jahrmarkt gehen, Fräulein Pfeffer? Wenn ihr euch vernünftig benehmt, ja. Nur prima. Toll. Ich freue mich schon. Hereinspaziert, meine Damen und Herren. Hier bei uns hören Sie den Musikstar Iris Nachtigall. Sehen Sie den berühmtesten Clown der Westküste. Bewundern Sie Europas geschicktesten Magier. Den Mann, der die Gedanken der Menschen lesen kann. Der spinnt aber ganz schön. Ja. Das sind alles Leute, die in unserem Hotel wohnen. Wetten, dass ich in dem Laden auch noch auftreten könnte? Mensch, ich werde verrückt. Da ist doch Barney. Barney? Wirklich, Barney wo? Na, da ist er doch. Tatsächlich. Barney! Oh, ja. Barney! Hey, Tina, Robert, stopp! Hallo, Barney! Wie kommt ihr hierher? Wir machen Ferien. Schön, euch wiederzusehen. Es scheint mir, als wären Jahre vergangen, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Miranda, komm zu mir. Du bist der wunderbarste kleine Affe, den ich kenne, Miranda. Du siehst so blass aus, Barney. Ja. Warst du krank? Ging mir ziemlich schlecht die letzte Zeit. Mhm. Aber das ist jetzt vorüber, lassen wir das. Du bist so verdammt einsam gewesen, wie? Naja, es ging. Aber ich wünschte natürlich, meine Mutter lebte noch. Oder ich könnte meinen Vater finden. Wenn ich daran denke, dass ich einen Vater habe und nicht weiß, wer er ist und wo er lebt, könnte ich verrückt werden. Ist dein Vater nicht Schauspieler, der vielen Stücken von Shakespeare mitgewirkt hat? Ja, das ist richtig. Wir werden ihn finden, Barney, ganz bestimmt. Es muss doch irgendeinen Weg gehen, verflixt nochmal. Sag mal, Barney, was machst du denn hier? Arbeitest du auf dem Jahrmarkt? Ja, ich habe hier einen Rubber-Duban-Job. Du, da kommt der Zauberer. Den mag ich nicht, der hat so hässliche Augen. Mhm. Hallo, hey, du. Ja? Suchst du Arbeit? Ich bin der Magier vom Varieté. Wenn du Lust hast, kannst du mit einem Affen zu mir kommen. Ja, ich zahle gut. Wie denkst du darüber? Es tut mir leid. Ich bin schon bei der Achterbahn beschäftigt. Jedenfalls erst einmal für eine Woche. Wenn es mir da dann nicht gefällt, komme ich gern zu Ihnen. Ist gut. Mein Angebot gilt auch noch in einer Woche. Na, dann macht's gut, Kinder. Auf Wiedersehen. Habt ihr seine Augen gesehen? Also, mir würde es keinen Spaß machen, bei dem zu arbeiten. Ja, ich muss weiter. Wir sehen uns später noch, ja? Klar doch, Barney. Klar. Tschüss, Miranda. Bis bald und toi, toi, toi für den neuen Job. Danke. Warte, da ist Dummi, der Hausdiener. Ja. Da fällt mir etwas ein. Hat Barney nicht irgendwann einmal gesagt, dass er Dummi kennt? Mensch, ja. Das stimmt ja überhaupt. Ich erinnere mich genau. Ich auch. Dummi war auch auf dem Jahrmarkt oder beim Zirkus. Sagte Barney nicht mal, dass Dummi seine Mutter gekannt hat? Ich glaube ja. Ich weiß es nicht genau. Na, wir können ihn ja mal fragen. Aber vorsichtig. Du weißt ja, Dummi ist, naja, so übermäßig klug ist er nicht gerade. Hallo, Dummi. Hallo. Dummi macht alles schön sauber. Das hast du aber prima gefegt, Dummi. Der Bürgersteig ist ja blitzeblank. Wir sollen dir einen schönen Gruß von Barney bestellen. Wer? Barney? Du kennst Barney doch. Den Barney vom Jahrmarkt. Ja? Weiß nicht. Ach, Dummi. Es ist doch Barney mit dem kleinen Äffchen. Äffchen? Ja. Ja, Äffchen. Barney mit dem Äffchen. Er arbeitet unten auf dem Jahrmarkt, bei der Achterbahn. Äffchen. Gut. Gut. Kommt, lasst uns lieber weggehen. Er ist jetzt so aufgeregt. Vielleicht läuft er nachher zum Jahrmarkt runter. Auf Wiedersehen, Dummi. Wiedersehen. 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 Kinder, wo seid ihr denn? Ach, hier seid ihr. Ihr spielt am helllichten Tag Karten? Ja, warum nicht? Ich habe eine bessere Idee. Was haltet ihr davon, wenn wir uns ein Boot mieten und zum Strudel fahren? Zum Strudel? Was für ein Strudel? Ist doch egal. Hauptsache, wir fahren mit einem Boot. Es ist der berühmte Rubadub-Strudel. Man muss ihn gesehen haben. Prima. Wann fahren wir los? Jetzt gleich natürlich. Jetzt ist Flut. Und bei Flut ist der Strudel am interessantesten. Wo ist der Strudel? Drüben bei den Klippen, hinter denen der U-Boot-Hafen liegt. Kommt, ich habe schon ein Boot reservieren lassen. Toll. Klasse. Prima. Schön. Lass uns gleich losgehen. Seht
ihr. Dort am Steg ist das Boot. Da ist ja ein Mann dabei. Oh. Ich dachte, wir fahren allein. Ja. Allein? Das ist viel zu gefährlich. Der Strudel könnte uns erfassen und in die Tiefe ziehen. Ich glaube, mein Pferd kriegt Ferkel. Sowas gibt's doch gar nicht. Das gibt es wirklich. Ah, da ist ja die Dame. Guten Tag, Bootsmann. Na denn, einsteigen die Herrschaften. Hier nehmen Sie meine Hand. Ich helfe Ihnen, kleines Fräulein. Ich schaffe es allein. Hops. Gut, Dina. Und jetzt ihr beiden. Robert zuerst und dann Stups. Danke, es geht so. Hoppla, das schaukelt aber ganz schön. So, setzt euch. Kommen Sie, meine Dame. Okay. Ja, das ist so. So, dann kann's ja losgehen. Mann, der rudert ja wie eine Dampfmaschine. So eine Bootsfahrt finde ich wirklich prima. Mich auch. Sag mal, Robert, hast du vorhin eigentlich auf den Professor geachtet? Nein, der schlief noch. Der Ängste. Immer wenn wir zu ihm hingesehen haben, hat er die Augen zugemacht. Ja? Ja, aber ich habe ihn einmal im Spiegel beobachtet. Also hat er nur so getan, als ob er schläft? Genau das. Immer wenn er dachte, wir sehen nicht hin, hatte er die Augen offen. Ob er was mit den Explosionen zu tun hat? Könnte schon sein. Und schwerhörig ist er bestimmt nicht. Denn er hat uns belauscht. Ich bin ganz sicher, dass er das getan hat. Wir müssen auf ihn achten. Vielleicht ist er wirklich ein Spion oder so. Na, könnt ihr den Ruberdupp-Strudel schon hören? Ja. Ja, ja, ist ja toll. Passt auf, gleich könnt ihr den Strudel sehen. Dort, hinter dem Felsen. Ja, dort. Wie düster das ist. Ne? Sieht aus wie ein finsteres Tunnelloch. Das Wasser sieht plötzlich ganz schwarz aus. Hier möchte ich aber nicht baden. Ach, das wäre auch viel zu gefährlich. Passt auf. Passt auf, gleich muss ich das Boot festbinden, wenn es uns nicht wegreißen soll. Seien Sie um Himmels Willen vorsichtig. Keine Sorge. Hier, mein Junge. Hier, halte mal die Riemen. Ich? Ja, du. Ich muss den Tampen um den Pfahl binden. Okay. Jetzt. Seht ihr? Jetzt kann nichts mehr passieren. Ich hab Angst. Komm, ich bin ja bei dir. Der Ruberdupp-Strudel ist der größte, den ich je gesehen habe. Und ich habe viele gesehen. So, wenn ihr wollt, könnt ihr aussteigen. Wir bleiben lieber im Boot sitzen. Oh, ist das unheimlich hier. Weißt du, was die Leute sagen? Sie behaupten, dass in alten Zeiten Strandräuber und Schmuggler ihre Feinde hier verschwinden ließen. Oh, wirklich? Ja, wirklich. Wer in den Strudel fällt, wird erbarmungslos in die Tiefe gezogen und weit, weit ins Meer hinausgeschwemmt. Oh, wie furchtbar. Ich glaube, ich werde die ganze Nacht davon träumen müssen. Und jetzt passt mal auf. Da drüben ist das Luftloch. Das Luftloch? Was ist das? Das ist ein Tunnel. Interessant. Er führt durch die Felsen. Wenn das Wasser kommt, wird es hineingepresst. Aha. Es jagt durch den Tunnel und schießt oben in einer großen Fontäne wieder heraus. Mhm. Hört ihr, wie es kommt? Das hört sich ja fantastisch an. Sagen Sie, führt der Tunnel zum U-Boot-Hafen? Ich meine, könnte jemand durch den Tunnel in den U-Boot-Hafen reinkommen? Was ist da eigentlich los im U-Boot-Hafen? Das ist ein Geheimnis, über das man nicht sprechen darf. Der Hafen ist überall bewacht. Siehst du die Soldaten da oben? Sie schießen sofort, wenn jemand versucht, in den Hafen zu kommen, der dort nichts zu suchen hat. Ah ja. Wir haben nicht die Absicht, in den Hafen zu gehen. Na, das würde ich euch auch nicht raten. Aber hört zu. Ich will euch eine Geschichte erzählen. Oh ja, bitte. Oh, ja. Ja, bitte. Vor vielen Jahren wollten die Schmuggler einen Polizisten umbringen, der sie erwischt hatte. Sie schleppten ihn in der Nacht hierher und warfen ihn in den Strudel. Furchtbar. Und was dann? Der Bursche war ein starker Kerl. Ehe der Sog ihn hinunterzog, warf er sich mit aller Kraft gegen die Klippen. Er konnte sich an einem Felsvorsprung festhalten und sich daran hochziehen. Oh, und weiter? Ja? Und wurde er gerettet? Die Flut ging zurück und das Wasser sank mehr und mehr und der Mann ließ sich tiefer und tiefer an den Felsen herunter, bis er schließlich eine dunkle Öffnung vor sich sah. Die Öffnung zum Tunnel? Genau. Richtig, so war's. Er kletterte hindurch und war gerettet. Gott sei Dank. Ja, und stellen Sie sich vor, die Kerle, die ihn umbringen wollten, bekamen einen Riesenschreck. Sie glaubten, er sei ein Gespenst und rannten davon. Man hat sie nie wieder in dieser Gegend gesehen. Ich möchte nicht in den Strudel fallen.
Ich glaube, ich käme nicht wieder heraus. Ich auch nicht. Können wir nicht wieder nach Hause fahren? Ich habe Angst. Ja, bitte lassen Sie uns umkehren. Dieser Ort ist nicht gerade gemütlich. Ja, das gebe ich zu. Aber man sollte ihn mal gesehen haben, den berühmten Robadup-Strudel. Schade, dass Barney nicht bei uns war. Er hätte ihn bestimmt auch gern besichtigt. Steigt aus, Kinder! Hopsa. Komm. Da. Warten Sie, Fräulein Pfeffer, ich helfe Ihnen. Danke. Kommen Sie, damit Sie mir nicht ins Wasser fallen. Seht doch mal, dort am Steg. Ist das nicht Herr Marvell? Ja. Ja, es ist der Zauberer. Also ich fresse einen ausgewachsenen Ackergaul, wenn der nicht etwas von uns will. Robert, ich möchte nicht, dass du so grässliche Dinge sagst. Aber der Zauberer will doch etwas von uns. Hallo, Herr Marvell. Wollen Sie auch zum Strudel? Nein, nein, ich suche den Jungen, der auf dem Jahrmarkt arbeitet. Sie meinen Barney Lorimer? Ja, genau den. Ich benötige einen Assistenten. Unbedingt. Herr Marvell, Barney hat doch aber gesagt, dass er nicht bei Ihnen arbeiten kann. Na, vielleicht überlegt er sich noch mal. Sagt ihm doch bitte, dass ich besonders gut bezahle. Ist gut. Und wenn er bei Ihnen mehr verdient als anderswo, überlegt er es sich bestimmt. Hm? Wie war doch sein Name? Er ist Barney. Nein, ich meine den vollen Namen. Und Barney Lorimer. Aber das ist der Mädchenname seiner Mutter. Seinen Vater kennt er überhaupt nicht. Wie seltsam. Barney steht ganz allein in der Welt. Ich wünschte, er würde wenigstens seinen Vater finden. Mhm. Das heißt, er soll besonders oft in Stücken von Shakespeare gespielt haben. Aha, dann dürfte es doch eigentlich nicht schwer sein, ihn zu finden. Na, so einfach ist es auch wieder nicht. Barney weiß ja noch nicht einmal, wie sein Vater heißt. Na eben. Kinder, seit ich denken kann, habe ich mit dem Theater und mit dem Varieté zu tun. Ich brauche nur ein paar Freunde nach einem Schauspieler zu fragen, der häufig in Shakespeare-Stücken auftrat. Na, und wenn ich dann noch eine Beschreibung des Jungen gebe, der höchstwahrscheinlich seinem Vater ähnlich sieht, ja, da bin ich ganz sicher, dass ich in kurzer Zeit etwas erfahren werde. Oh, Herr Marvell, das wäre wunderbar. Ja, fantastisch. Wenn der Junge zu mir kommt und bei mir arbeitet, dann will ich alles tun, was in meiner Kraft steht. Oh, das werde ich Ihnen nicht vergessen, Herr Marvell. Also seht euch nach Barney um, Kinder, ja, und sagt mir da Bescheid. Also, ja, bis später dann. Bis bald. Barney fährt aus der Haut vor Freude, wenn er das erfährt. Ach, wo mag er denn nur sein, wenn er nicht auf dem Jahrmarkt ist? Vielleicht wartet er im Hotel auf uns. Wisst ihr eigentlich, wo er schläft? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen ihn unbedingt fragen. Ja. Was meinen Sie, Fräulein Pfeffer? Ob er bei uns im Zimmer mitschlafen kann? Hm? Warum nicht? Wir müssen Frau Plump fragen. Sie wird es schon erlauben. Also ich finde es ganz prima, dass Frau Plump dir erlaubt hat, bei uns zu schlafen, Barney. Ich finde auch, dass das ganz große Klasse ist. Ich bin überhaupt nicht müde. Ja, ich schon, aber ich kann nicht schlafen. Ich muss immer daran denken, was Herr Marvell gesagt hat. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, einen Vater zu haben. Habt ihr gehört? Wieder Explosion. Das war wieder im U-Boot-Hafen. Los, wir steigen nach oben zur Dachluke. Ja, ich komme mit. Hier ist die Treppe. Schnell hoch. Beeile dich, Robert. Wie dunkel das ist. Die Luke ist ja offen. Ich glaube, da kommt jemand. Ab durch die Luke auf das Dach. Schnell. Beeilt euch. Vielleicht hat der Kerl etwas mit den Explosionen zu tun. Ja. Ich bin draußen. Sei bloß vorsichtig. Fall nicht runter, Stups. Man kann hier gut gehen und sich festhalten. Ja. Schnell, beeilt euch doch. Wir kommen ja schon. Hier, Barney. Nimm meine Hand. Schon gut, ich bin schon draußen. Hier hinter dem alten Schornstein können wir uns gut verstecken. Es ist also doch ein Schornstein da. Na und? Still. Hast jemand an der Luke? Er raucht. Man sieht die Glut von seiner Zigarette. Wer das wohl ist? Er blickt zum U-Boot-Hafen hinüber. Ja. Ob er was mit den Explosionen zu tun hat? Leise Menschen, hört er uns noch. Jetzt schmeißt er die Zigarette weg. Ja. Verdammt. Er macht die Luke zu. Ist der Kerl wahnsinnig? Wie sollen wir denn jetzt zurückkommen? Leise! Er geht weg. Ja. Warte noch, Stups. Wir müssen erst sicher sein, dass er wirklich weg ist. Aha. Er ist weg. Ich muss sehen, ob er die Luke verriegelt oder nur zugezogen hat. Ja, gute Idee. Seht doch. Da hat er ein Licht angemacht. Mann, ich werde verrückt. Das ist das Zimmer vom Professor. Ja. Wieso findest du das sensationell? Klar, Mensch, überlege doch mal. Es muss der Professor gewesen sein, der an der Luke war. Ja, das ist nicht gesagt. Der Professor kann ja auch aus der Hotelhalle hochgekommen sein. Außerdem ist er ja schwerhörig.
Der hat doch von den Explosionen bestimmt nichts bemerkt. Aber wenn er wirklich schwerhörig ist und nicht nur so tut. Und warum sollte er das tun? Weil alle ganz ungeniert über alles reden, wenn er in der Nähe ist. Genau. Sie denken ja alle, dass er doch nichts hört. Was ist denn nun mit der Luke? Sie geht auf. Geht ganz schön schwer. Na Lu, steig ein. Mir wird ein wenig kalt. Okay. Seid ihr alle drin? Klar doch. Barney, ist die Luke zu? Ja, sie ist zu. Dann zurück in unser Zimmer. Seht mal, im Zimmer von Herrn Marvell ist noch Licht. Man kann den Lichtschimmer unter der Tür sehen. Ja. Bestimmt hat er die Explosion auch gehört. Genau. Wollen wir noch mal mit ihm reden? Vielleicht freut er sich, wenn wir kommen. Wir lassen ihn lieber in Ruhe. Ja. Es ist ja schon spät. Mhm. Schlafmützen, raus aus den Betten. Oh, lass uns in Ruhe. Wir sind noch müde. Ach, tatsächlich? Und dann wird euch auch nicht interessieren, dass Detektive vom Scotland Yard unten in der Hotel Was? Sind. Was? Scotland Yard? Mhm. Detektive? Das muss ich sehen. Es geht bestimmt um die Explosion. Sie suchen den Saboteur. Aha. Hier bei uns im Hotel? Schnell, ich muss runter. Das muss ich sehen. Hau ab, Dina. Wir müssen uns umziehen. Die Zähne putze ich mir nachher. Ich auch. Ich will doch die Detektive nicht verpassen. Mensch, echte Detektive. Ja, das ist vielleicht toll. Mhm. So. Ich bin fertig. Gehen wir? Ich auch. Komm, Barney. Guten Morgen, Fräulein Pfeffer. Guten Morgen, Kinder. Wo sind die Detektive? In dem kleinen Salon da drüben. Sie verhören gerade Dummy. Dummy? Ausgerechnet Dummy? Was? Der hat doch bestimmt nichts mit der Sache zu tun. Nein, das glaube ich auch nicht. Da kommt er aus dem Salon. Er sieht ganz aufgeregt aus. Er hat ja Tränen in den Augen. Wie gemein. Die Detektive haben ihn fertig gemacht. Ja. Das da ist einer der Detektive, der mit dem Bart. Und haben Sie den Professor schon verhört? Ja, der war am längsten drin. Er sah verärgert aus, als er wieder herauskam. Und Herrn Marvell? Der war nur ganz kurz im Salon. Der Detektiv kommt zu uns. Tatsächlich. Guten Morgen. 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 Bist du Barney Lorimer? Aha, der bin ich. Dann komm mal bitte mit. Ich? Warum ich? Weil du eine Zeit lang auf dem Jahrmarkt gearbeitet hast. Du brauchst keine Angst zu haben. Na ja, also gut, ich komme. Da möchte ich dabei sein. Was Sie wohl von Barney wollen? Oh, ich bin vielleicht gespannt. Ich auch. Robert, ob wir der Polizei sagen, dass der Professor auf dem Dach war? Psst, Fräulein Pfeffer soll nichts hören. Soll ich? Du weißt ja gar nicht, ob er es überhaupt war. Dem alten Scheusal traue ich alles zu. Was ist denn mit euch beiden? Habt ihr keinen Hunger? Doch, doch, ja, draußen ja. sogar. Da kommt Barney ja schon zurück. Das war aber kurz. Na, Barney, hat Scotland Yard dich endlich als Verbrecher entlarvt? Nein, sie sind nicht hinter mein Geheimnis gekommen. Nun mal im Ernst, Barney. Was wollten sie von dir? Sie haben mich nach Herrn Marvell gefragt. Und was hast du gesagt? Dass er sehr freundlich zu mir ist und dass ich gut mit ihm auskomme. Das stimmt ja auch. Da kommt der Marvell ja. Guten Morgen, Fräulein Pfeffer. Guten Morgen, Kinder. Guten Morgen. Ah, Barney, ich habe eine gute Nachricht für dich. Ja, wirklich? Ja, ein Freund hat mir geschrieben, dass er glaubt, deinen Vater zu kennen. Na, wenn das keine gute Nachricht ist. Wirklich, Herr Marvell? Das ist ja toll. Ja. Yippie! Das ging aber schnell. Ja, wenn ich sage, dass ich helfen will, dann geht es immer schnell. Guten Appetit noch. Danke. Wir sehen uns dann später bei der Vorstellung, Barney. Vielen Dank, Herr Marvell. Ach, übrigens, ich weiß auch schon den Namen. Ja? Ja, das hätte ich fast vergessen. Er heißt Barnabas Johnson, dein Vater. Toll. Das ist super, super, super toll. Ja. Vielleicht ist dein Vater heute gar kein Schauspieler mehr, sondern General oder Bankdirektor oder sowas. Das wäre mir ganz egal, ob er reich ist oder arm. Das ist nicht wichtig. Hauptsache, ich habe einen Vater. Darauf gebe ich ein Eis aus. Klasse. Wartet, ich hole ihm Geld aus unserem Zimmer. Ich komme mit. Mhm. Da ist der Professor.
Professor. Was macht er denn da? Sein Zimmer ist auf der anderen Seite des Flurs. Psst, psst, er kommt. Guten Morgen, Herr Professor. Guten Morgen. Guten Morgen. Weg ist er. Der hat doch hier herumspioniert. Das ist doch wohl klar. Und ob? Vielleicht wollte er aufs Dach? Oberfaul ist das mit dem, sage ich dir. Oberfaul. Ich glaube, dass er etwas mit der Sabotage im Hafen zu tun hat. Was meinst du? Das sieht ganz so aus. Wir müssen ihn beobachten. Vielleicht erwischen wir ihn. Einverstanden. Und jetzt hol endlich das Geld fürs Eis. Ja. Ach, Kinder, ist das Wasser herrlich. Ich kann euch nur empfehlen, auch zu baden. Ich mach mal ein bisschen Platz, Dina. Nie, du bist zu nass. Oh, das ist mal meistens, wenn man aus dem Wasser kommt. Da ist Barney. Hey, Barney! Barney! Hallo! Er lacht dir übers ganze Gesicht. Wenn er gute Nachrichten hat. Hallo, Barney! Ob ihr es glaubt oder nicht, ich weiß, wo mein Vater ist. Oh, das ist ja sagen. Mensch, rede schon! Herr Marvell hat einen Brief gekriegt. Seht ihr, da steht es. Mit der Schreibmaschine geschrieben und von einem Marineoffizier unterzeichnet. Oh, lass sehen! Hier, Barnabas Paul Johnson. Alter, 40 Jahre, geboren in Westminster, London. Verheiratet mit Theresa Lorimer, Beruf Schauspieler, Marineoffizier. Nach dem Krieg im Geheimdienst. Im Geheimdienst? Ist ja toll, super sagenhaft. Ja, ihr müsst mir schwören, nicht darüber zu sprechen. Ein ganz großes Ehrenwort. Gut, Herr Marvell ist von Beruf eigentlich etwas ganz anderes als Artist. Was? Er ist auch vom Geheimdienst. Oh, Teufel auch, das gibt's nicht. Ja, ich wusste, dass ihr staunen würdet. Und wisst ihr was? Der Mann, mit dem Herr Marvell zusammenarbeitet, ist mein Vater. Oh, das ist ja. Herr Marvell kennt ihn nicht und hat ihn noch nie gesehen. Aber auf irgendeine Weise stehen sie in Verbindung. Und nun ratet, wo mein Vater ist. Na wo? Oh, sag doch schon. Wie sollen wir das wissen? Im Unterseeboothafen. So nahe. Man kann es sich kaum vorstellen. Wirst du ihn sehen? Bestimmt. Ich weiß nur noch nicht, wann und wo. Mein Vater führt eine Untersuchung durch wegen der Explosion. Unter den Soldaten müssen Spione sein. Ich werde verrückt. Hoffentlich kannst du ihn bald sehen. Herr Marvell hat mir versprochen, dass ich ihn so bald wie möglich sehen kann. Er wird alles tun, damit es bald ist. Hast du mit Herrn Marvell über die Prügelei im Hotel gesprochen? Natürlich. Aber er wusste auch nicht Bescheid. Ah, schade. Er meint, dass der Professor irgendetwas damit zu tun gehabt hat. Mhm. Er verdächtigt aber auch noch einen anderen. Wen? Mhm. Etwa Fräulein Pfeffer? Du spinnst ja. Nein, er verdächtigt Dummi. Was? Er meint, Dummi ist gar nicht so dumm, wie er tut. Nie und nimmer, das glaube ich nicht. Dummi ist ein feiner Kerl. Dummi? Nein, also das kann ich mir auch nicht vorstellen. Beruhigt euch, das ist ja nur ein Verdacht, sonst nichts. Wirklich. Wir müssen uns beeilen, ja. Barney. Ja. Die anderen sind schon im Salon zum Essen. Bin ja schon fertig. Komm. Oh, Herr Marvell. Hoppla, Junge. Einer wäre ich über dich gestolpert. Barney. Ja, Herr Marvell? Hör zu. Ich habe vorhin einen wichtigen Brief bekommen. Die Saboteure vom U-Boot-Hafen sind entlarvt. Aha. Aber es darf noch nicht an die Öffentlichkeit dringen. Ja, natürlich. Mhm. Heute Abend wird mir eine Liste mit den Namen überbracht werden. Nicht hier im Hotel, sondern draußen auf dem Meer treffe ich den Boten. Das ist sicherer. Ja, ist klar. Aber ich kann nicht rudern. Sag mal, könntest du mir helfen? Selbstverständlich doch, Herr Marvell. Wenn Sie wollen, komme ich auch mit, Herr Marvell. Wenn du schweigen kannst, meinetwegen. Und als Belohnung sage ich dir dies, Barney. Ja? Der Mann, der die Papiere überbringen wird, ist, na, dein Vater. Mein Vater? Ja. Und kein Wort zu irgendjemandem. Nein. Das müsst ihr mir versprechen. Klar. Auch eure Freunde dürfen nichts wissen. Ja. Es war nämlich äußerst schwierig, es so einzurichten, dass Barneys Vater der Überbringer der Papiere ist. Hm. Ich habe es für Barney getan. Wir schweigen wie ein Grab. Also gut. Seid um Mitternacht am Strand. Mitternacht am Strand. Dann ist der Mond aufgegangen und wir können genug sehen. Ich warte mit dem Boot auf euch. Dem Boot, klar. Und noch einmal, zu niemandem ein Wort. Hm. Weiß mein Vater, dass er mich heute trifft? Sobald er die Papiere übergeben hat, kannst du mit ihm sprechen. Danke, Herr Marvell. Vielen, vielen Dank. Schon gut, Junge. Und lass Miranda deinen Affen zu Hause. Barney, wie spät ist es? Es ist gleich Mitternacht. Da ist Herr Marvell mit dem Boot. Herr Marvell? Ja, ich bin's. Kommt. Ja. Steigt ein. Ja. Wir wollen keine Zeit verlieren. Ich helfe dir rudern, Barney. So, dann mal los. Wohin? Dort drüben, zu den großen Felsen. Seht ihr die dort?
die vom Land weit ins Meer führen. Das ist ja beim Rubadub-Strudel. Genau dort soll ich deinen Vater treffen. Ja, so ist es richtig. Wir kommen gut voran. Wir sind schon gleich da. Da geht es viel schneller. Das Wasser steht niedrig und läuft noch weiter ab. Gleich haben wir es geschafft. Oh, da wären wir. Ich binde das Boot fest. Dein Vater wird sicher gleich hier sein. Wie kommt er hierher? Na, er schwimmt. Er schwimmt? Aber das ist doch ganz unmöglich. Der Hafen ist ja von Felsen eingeschlossen. Und die Gitter der Durchfahrt reichen bis tief unter das Wasser. Ach, dein Vater ist ein mutiger Mann. Er wird unter ihnen hindurchtauchen. Er hat es schon öfter getan. Es ist der einzige Weg, uns Informationen zu bringen. Die Wachen könnten doch auf ihn schießen, wenn sie ihn entdecken. Ja, eben. Ich höre jemanden kommen. Also, du weißt Bescheid, Barney. Vergiss nicht, das Losungswort zu sagen. Ja. Es heißt Mondnacht. Ist okay. Er wird dir ein Päckchen übergeben. Du bringst es mir und gehst zurück und sprichst mit ihm. Und Stubbs soll dich begleiten. Ich bleibe lieber im Boot. Na, dein Freund wird dich aber brauchen. Willst du ihn im Stich lassen? Natürlich nicht. Also, steigt aus. Ich warte hier. Da, da ist er. Siehst du ihn? Ja, ich sehe ihn. Das Losungswort. Mondnacht. Hier, hang auf. Ich hab es. Bring es weg, schnell. Herr Marvell. Ja, Barney? Ich habe die Papiere. Hier, nehmen Sie. Ah, danke. So, und jetzt geh zu deinem Vater zurück. Ja. Stubbs, wo ist denn... Er klettert über die Felsen. Hallo. Bitte warten Sie. Warten Sie doch. Warum sollte ich das? Wissen Sie nicht, wer ich bin? Woher sollte ich das wissen? Aber ich bin doch Ihr Sohn. Da hat dich wohl jemand kräftig auf den Arm genommen. Wie? Herr Marvell hat gesagt, dass Sie mein Vater sind. Und diesen Unfug hast du geglaubt? Bleiben Sie! Er ist weg. So eine Gemeinheit. Es ist nicht wahr. Bitte, Stubbs, sage, dass es nicht wahr ist. Schnell, Barney. Wir müssen zu Herrn Marvell. Ja, komm. Er hat uns betrogen. Er ist weg. Er hat das Boot losgebunden. So ein Schuft. Da ist er ja. Herr Marvell, warten Sie doch. Warum denn? Ich hab doch alles, was ich haben wollte. Oh, Sie können uns nicht hier lassen. Aber sicher kann ich das. Bis man euch findet, bin ich längst über alle Berge. Vielen Dank für eure Dienste. Jetzt begreife ich. Wie konnten wir nur so dumm sein? Marvell ist ein Spion. Er ist gar nicht beim Geheimdienst, sondern er ist ein Verräter. Mein Gott, ja. Und als er merkte, dass wir ihm auf der Spur waren, hat er sich diese Geschichte mit deinem Vater ausgedacht. Da! Sieh doch, Stubbs! Da ist noch jemand im Boot. Ja, jetzt sehe ich es auch. Marvell kämpft mit jemandem. Da! Jetzt ist einer ins Wasser gefallen. Noch ein Spion. Wo kommt der andere her? Er schwimmt hierher. Nein, das sieht nur so aus. Er kann nicht schwimmen. Er ertrinkt. Wir müssen ihm helfen. Ja. Schnell, wir müssen ihn retten. Barney? Ja. Hier. Da ist er. Hier. Fassen Sie meine Hand. Ein Kopf hoch. Hilf! Hilfe! Mensch, das ist ja. Das ist ja Dummy. Dummy? Komm, wir bringen ihn zu den Felsen. Ja. Keine Angst, wir schaffen das schon. So ist gut. So, dann wären wir. Danke. Tommy, wo bist du bloß plötzlich hergekommen? Ich, die ganze Zeit im Boot. Mhm. Ich, gewusst, Marvell ist böse. Und deshalb bist du heute mitgefahren? Mhm. Ich habe gehört, was er zu euch sagte. Ich habe so Angst. Deshalb bin ich ins Boot gestiegen und habe mich unter das Persenning versteckt. Du bist ein guter Mensch, Dummy. Ja. Leider hat Marvell die Dokumente und damit die Beweisstücke, mit denen wir ihn überführen könnten. So glaubt uns die Polizei bestimmt nicht. Ich, Dummy, Dokumente. Was? Hier.
im Gürtel. Dummi! Das sind ja die Pläne, die der Fremde mir gegeben hat. Wie hast du das gemacht? Ich? Mitgenommen. Oh, Tommy, du bist ein Wunder. Nun war alles umsonst für ihn. Mir ist irgendwie kalt. Ich friere. Da! Ein Tunnel. Wir durchgehen. Durch den Tunnel? Nein, das ist viel zu gefährlich. Wenn das Wasser kommt, müssen wir alle ertrinken. Wenn es auch gefährlich ist. Wir müssen doch hindurch. Sonst entkommt Herr Marvel und wir können uns hier den Tod holen. Ich glaube, du hast recht. Ich euch helfe. Stups, wir müssen es wagen. Es geht nicht anders. Komm, wir klettern nach unten. Also schön. Aber wohl ist mir nicht dabei. Seid vorsichtig. Es ist gar nicht schwer. Man kann sich gut festhalten. Es sind Stufen im Felsen. Bist du schon am Tunnel? Ja, ich bin unten. Beeil dich. Schaffst du es oder soll ich dir helfen? Es geht besser, als ich dachte. Dummi, komm. Bin schon unterwegs. Vorsicht. Ja. So, da wären wir. Und jetzt rasch in den Tunnel. Puh, ist das dunkel. Los, wir müssen hinein. Fluch, ist das eng hier. Man muss ja kriechen. Dachtest du, man kann aufrecht gehen? Ich weiß nicht, was ich dachte. Ich habe nur Angst. Mach zu. Schnell, schnell. Wasser, das Wasser kommt. Nein, es kann noch nicht kommen. Doch, es kommt. Schneller, Barney, schneller. Oder wir ertrinken. Da hinten wird es ja schon heller. Du mach doch. Da kommt schon Wasser. Mach doch mal, Barney. Ja, wir haben es ja schon gleich geschafft. Schneller, schneller. Komm, Dummi. Reißen wir durch. Da vorne ist der Ausgang. Gleich. Das Wasser kommt. Das Wasser. Hilfe. Wasser. Hilfe. Stups. Hier bin ich. Du lebst? Das Wasser hat mich auf den Strand gespült. Wo ist Dummi? Dummi! Hier bin ich. Fast ertrunken. Kommt weiter. Wir müssen höher rauf auf den Strand, bevor die nächste Welle aus dem Tunnel schießt. Ich will ins Hotel zurück. Das will ich auch, und zwar schnell, bevor Herr Marvel uns womöglich noch entwischt. Gott sei Dank, da wären wir. Wer ist da? Frau Blum. Ich möchte wissen, was ihr mitten in der Nacht treibt. Wir... Und klitschnass seid ihr. Wo seid ihr gewesen? Bitte, Frau Blum, wir erzählen später alles. Jetzt müssen wir die Polizei verständigen. Wir wissen, wer der Spion vom U-Boot-Hafen ist. Und wir haben auch Beweise. So, so. Die Polizei verständigen. Dann wartet mal. Was tun Sie? Ich rufe die Polizei. Mit der Zimmerklingel? Allerdings. Dann ist ein Polizist im Haus. Ach, da ist er schon. Kommen Sie, Herr Professor. Der Professor? Das glaube ich nicht. Du kannst das ruhig glauben, Stups. Hier ist mein Ausweis. Und jetzt erzählt. Was ist los? Herr Marvel ist ein Spion. Aha. Wir, das heißt Dummi, konnten ihm Geheimdokumente abnehmen. Lass sehen. Hier sind sie. Die geheimen Pläne eines neuen U-Boot-Typs. Unglaublich. Und wir haben Sie verdächtigt, weil Sie sich so seltsam benommen haben. Tja, können Sie nicht bitte Herrn Marvel verhaften, bevor er entwischt? Keine Sorge, er kann uns nicht entkommen. Meine Leute bewachen sein Zimmer. Ich habe nämlich gesehen, dass er mit dem Boot rausfuhr und dass ihr dabei wart. Ich habe auch beobachtet, dass ihr allein zurückkam. Meine Männer sind jetzt draußen beim Strudel und suchen euch. Ach, dann hätten wir ja gar nicht durch den Tunnel zu kriechen brauchen. Ich werde Marvel auf der Stelle verhaften lassen. Bleibt auf dem Zimmer, bis Marvel aus dem Haus ist. Es könnte sein, dass er sich mit dem Revolver zur Wehr setzt und ich möchte nicht, dass ihr verletzt werdet. Vorher möchte ich aber wissen, was im U-Boot-Hafen eigentlich los ist. Und was hatten die Explosionen zu bedeuten? Tja, die Marine arbeitet an einem neuen Bootstyp mit Atomantrieb. Das ist selbstverständlich ganz geheim. Eine ausländische Macht wollte wissen, was wir da entwickeln. Offenbar versuchte man, die Wachen durch die Explosionen abzulenken, während gleichzeitig im Konstruktionsbüro eingebrochen
und der Geheimplan entwendet wurde. So nun aber hinauf mit euch, Kinder. Und zieht euch trockene Sachen an. Marsch, ab mit euch. Tja, marsch, marsch aufs Zimmer. Wir gehen ja schon. Also, wir sehen uns noch. Wiedersehen. Da ist Dummi. Er hat Holz. Guten Morgen, Dummi. Morgen. 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 Hast du gehört? Marvell ist verhaftet worden. Und der Kerl aus dem U-Boot-Hafen auch. Gut. Mhm. Mhm. Nur schade, dass die Sache mit Barneys Vater nicht stimmte. Barney? Keinen Vater? Du kanntest doch Barneys Mutter, Dummi. Du hast es selbst gesagt. Es war beim Varieté. Ja, ja, sie gut. Gut zu Dummi. Mhm. Manchmal sie vom Vater gesprochen. Hat sie dir gesagt, wie er heißt? Ja, ja. Sie hat gesagt, ja? Barnabas Frederick Martin. Barnabas Frederick Martin. Richtig, richtig. Und weißt du auch, wo er wohnt? Oh, schönes Haus in Cherrydale. Aha. Warum hast du das nie gesagt? Ah. Hm? Oh, mich hat keiner gefragt. Ich danke dir, Dummi. Du bist lieb. Ach, hier seid ihr. Ich habe euch schon überall gesucht. Fräulein Pfeffer, stellen Sie sich vor. Dummi weiß, wo Barneys Vater wohnt. Wirklich? Hoffentlich ist das nicht schon wieder eine Falschnachricht. Nein, nein. Er wohnt in Cherrydale. In Cherrydale? Das ist ganz in der Nähe. Wisst ihr was, Kinder? Ich habe dort eine Freundin, die werde ich gleich anrufen. Oh, bitte, ja, bitte, tun Sie Fräulein das. Pfeffer, bitte. Du kannst dich auf mich verlassen, Barney. Du Stups. Ja, was ist? Sieh doch mal, dort auf der Promenade, da steht ein Mann. Der sieht aus wie Barney in groß. Ja. Ob das sein Vater ist? Er ist blond und hat ganz blaue Augen, so wie Barney. Barney! Ja, Stups? Sieh doch mal, wer auf der Promenade steht. Ich... Ah, nun geh doch. Nun geh doch schon, Barney. Dein Vater wartet. Ja, ich gehe. Guten Tag. Ich... Du heißt Barnabas, nicht wahr? Ja. Ich auch. Ich suche meinen Sohn und ich habe gehört, dass du mich auch suchst. Ja, ja. Sie sind... Bist du... Wirklich mein Vater? Ich bin dein Vater, so wie du mein Sohn bist. Du hast ein Äffchen. Wie seltsam. Seltsam? Ja, weil deine Großmutter auch ein Äffchen hat. Sie wird sich freuen über ihre neuen Enkel. Komm, wir wollen ein Stückchen gehen. Du musst mir alles über dich erzählen. 15 Jahre, das ist eine lange Zeit. Komm, mein Sohn,